Ja, vor dir kannst du erkennen, dass wohl die Scharmützel begonnen haben. Also auch da ist wohl der Durchbruch schon gelungen. Die ersten paar Reiter mit ihren ja, Siegeln, mit ihren heraldischen Wappen sind dann wohl auch schon grob in den Straßen und versuchen dann irgendwelche, vor allem irrhaltigen Gardisten niederzustrecken. Du siehst allerdings auch, wie wohl Sprengfallen angebracht sind. Und andere Tiere dann auch schon ja entweder mit oder ohne Reiter dann am Straßenrand liegen mit grausigen Wunden und die Kämpfe dann hier auch vor allem zu Pferd sehr in Stocken geraten. Gerade wenn man sich dann im Katzloch in diesen kleinen Häusern dann noch verschanzen kann. Also es ist nicht so sinnvoll, hier mit Kavallerie reinzureiten, aber auch weitere Infanteristen, die jetzt dann durch das geöffnete Portal hindurchströmen. Du siehst, wie sie jetzt nach und nach die Mauern auch anfüllen und ihr dann selbst euch in kleine Scharmützel begebt. Ja, also wenn das so Fallen sind, wie wir die schon gesehen haben, dann würde ich natürlich auch versuchen, die Leute zu warnen und auch darauf zu pochen, dass wir jetzt nicht unbedingt im gestreckten Galopp da durchgehen, sondern ein bisschen taktischer vorgehen. Das sind ja alles geschulte Pferde, die auf Hilfen sehr gut reagieren und Ja. dann Sprengfallen, sofern wir die erkennen, auch gut überlaufen können. Genau, also es sind dann, in dem Fall sind das dann irgendwelche Stolperdrähte oder sowas, die dann die Sprengfallen auslösen und dann nicht irgendwie Tiere oder irgendwelche anderen Gegenstände. Aber ja, also wenn man halt gegenreitet und dann diese Fäden auslöst, dann wird auf alle Fälle irgendwas passieren. Du kannst mal eine Kriegskunstprobe würfeln. Du weißt ja, wie sowas funktioniert und da müsste man natürlich dann auch versuchen, mit seinem Pferd, mit einer entweder Reiten- oder Abrichtenprobe, müsste man auch nochmal versuchen, dann drüber wegzuspringen und dann im richtigen Moment anzuheben. Ja, also erkennen sollte ich die Fallen mit dieser Kriegskunstprobe? Möchtest du auch noch eine Reitenprobe? Reiten oder Abrichten, kannst du dir aussuchen. Ja. Ja, dann im richtigen Moment steigt dein Pferd, springt drüber. Du kannst erkennen, wie andere Ritter dann mit ihren Tjosten auch dir folgen. Die Golgariten ist wohl auch noch neben dir, immer noch ihren Brabenschnabel gezogen. Der wird, wie gesagt, nicht weggesteckt. An dem klebt aber auch schon Blut. Das heißt, sie hat dann im Vorbeireiten schon den einen oder anderen dann gerichtet, sodass der dann auf alle Fälle wieder weggesteckt werden darf. Aber ihr Ziel ist natürlich dann auch der Boronanger. Was machen wir mit dem Donnerfeld? Das Donnerfeld kann sich im Moment selbst halten. Wir sollten erst einmal versuchen, die Punina herzuholen. So dort, wenige Meter vor uns sind sie. Ja, du kannst sehen, wie die Pferde dann wohl auch grob auf dich zureiten. Also das ist natürlich dann auch die Reitrichtung, in die sie wollen. Also sie wollen ja ganz grob in die Friedenstadt und dann auf euch zu. Langsamer, langsamer! Ich hebe die Hand und versuche, die runterzuwirken, dass sie das Tempo herunternehmen. Hola, Señora. ¿Cómo estás? Diesmal wird zum Gruße. Gut, euch zu sehen. Ah, Boron mit euch. Ja, und mit euch. Bevor wir aber zu ihm gehen, solltet ihr langsamer machen. Die Wege hier sind mit Fallen gespickt. Nun kommt es darauf an, eure Reitkunst zu zeigen, aber das dürfte für euch Punina doch kein Problem sein. Almada, das Land der Pferde. Selbstverständlich. Wo müssen wir Selbstverständlich. hin? Wir kennen uns in dieser Stadt nicht aus. Wenn ihr uns folgen wollt, wir wollen erst einmal in die Friedensstadt vordringen. In die Friedenstadt. Kommt ihr nicht von dort? Richtig. Wir haben den Weg frei gemacht. Ah, sí, Señora. Ja, damit winkt er dreimal seine Mannschaften heran. Du siehst, wie die Golgariten dich anfunkelt. Wir müssen zum Boronanger. Nekromanten. Ihr habt vollkommen recht, aber nicht jetzt. Für mal eine Überzeugenprobe. Knapp. Ganz knapp, ja. Also wenn man da noch irgendwie sowas wie Nachteile drauflegen würde, aber sie funkelt dich an. Du siehst wohl, wie du ihren Unmut geweckt hast, aber sie versteht. Also sie ist ja auch irgendwo kriegskundisch geschult und wird dann ihren blutigen Rabenschnabel wieder an ihrer Seite befestigen, das Pferd dann einmal zügeln, rumreißen, sodass der dann wieder zurück in die Friedenstadt einbiegen könnte. Und gemeinsam mit den arroganten, eingebildeten Almadanern dann einziehen, wieder zurück
sodass die dann nach und nach nicht nur in Scharmützel dann verstrickt werden, sondern auch zurück in die Friedenstadt einreiten können, was ja auf alle Fälle eine Heimat wäre. Eine erste Heimat. Ja, derweil die anderen haben irgendwie gegessen, sich vorgedrängelt und nochmal mit einem letzten Krug an Wasser könnt ihr euch orientieren. Die anderen Kinder und Straßenräuber werden dann noch einmal versorgt. Das wäre jetzt nichts mehr, was ihr euch, ja, mit denen ihr euch abgeben müsst. Also ihr könntet euch mal überlegen. Ja gut, Abelmir hatte vorhin schon gefragt, wo eigentlich Iserun ist. Die ist verschwunden. Oh, Raffi, Mann, dir ist ja ein Travia-Akkolut verloren gegangen. Du hast ja ganz prima gemacht mit den Kindern. Ja, nö, also, ich hab da Talent. Ich hab da mit Mira entdeckt, diese kleinen Geschöpfe sind doch manchmal ganz niedlich, ne? Muss ich ja zugeben. Ja, so klein ist Mira ja jetzt auch nicht mehr. Doch, die ist aber bald, die ist bald größer als du, Boltax. Ja. Da bist du der kleine Bruder. Ja, bist du. Niedlich. Ja. Entschuldigt, manchmal führt Schmerz bei mir zu gar seltsamen Ausflüchten. Ihr müsst das entschuldigen. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Aber ihr seid doch ein kleiner Mann. Oh. Wir sollten Isaru suchen. Wo ist denn die Schwurgelsen hin? Ich weiß nicht, vermute vielleicht im Tempel. Vielleicht beten oder. Beten ist immer eine gute Idee. So suchen wir sie. Kommt. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Geht doch mal vor, Abim. Ihr kennt euch doch aus hier in solchen Städten des Mittelreichs. Ich drehe mich einfach mal in eine Agentur und suche den größten Tempel. Also der wird wahrscheinlich sichtbar sein. Ja, definitiv. Könnt ihr wohl auch sehen, wie sich da jetzt gerade große Kavalleristen versammeln. Also irgendwie sind die da wohl durchgeströmt. Das sind dann auch die mit dem Puniner Wappen drauf, die jetzt dann nach und nach dann auf dem Platz stehen und die Pferde, die dann da angereiht werden, also dann auf weitere Befehle warten. Ja, könnt ihr dann herbeitreten und seht dann, dass, ja, Iserun sitzt auf einem Pferd, komplett verschwitzt, also das Pferd und auch sie und Blut an ihrer Kleidung, teilweise dann irgendwelche Schwerthiebe, die sie da wohl auch geführt hat in der Zeit, also was auch immer sie da getan hat, aber sie kann dann gerade runtersteigen von einem der Pferde. Oh, was habe ich verpasst? Erzähl es mir. Jedes Detail. Was? Ja, wir haben die Punina abgeholt vom Tor. Haben noch zwischendurch ein Oh. paar umgehauen und ja, das habt ihr verpasst. Oh. Dafür habt ihr ein leckeres Essen verpasst. Ja, das stimmt wohl. Ich bin auch schon ziemlich hungrig, aber naja, die Punina sind hier. Ist das nicht schön? Zwei Banner. Yay. Punina. Schauen wir die Punina mal an. Wie sehen die aus? Sehen die aus wie tatkräftige Soldaten oder sehen die aus wie, das hat man in 2 Wochen zusammengeklöppelt und das ist irgendeine Miliz? Also sie sind unglaublich arrogant und eingebildet, das kannst du erkennen. Gut, sie gehorchen sowieso dem falschen Gott. Allesamt mit irgendwelchen ja, Verzierungen an den Pferden, Gebamsel, das ist für den Krieg total unnötig. Sieht vielleicht hübsch aus, aber ob sie ihr Handwerk verstehen, diejenigen, die jetzt einreiten, sind allesamt verschwitzt und ihre Schwerter, ihre Streitkolben sind auch blutig. Nicht so blutig wie die jetzt von Iserun, aber die haben sicherlich auch irgendwie gekämpft. Die das können, keine Ahnung. Du siehst jetzt wohl gerade, wie eins der Pferde, da steigt wohl eine Kriegerin runter, ist wohl ein bisschen schwerer gerade, aber das liegt einfach daran, dass sie nur noch einen Arm besitzt, das kann man dann auch erkennen, keine Prothese oder sowas dran, sondern dann einarmig wird sie absteigen und sich umsehen und dann mit einem ja, befehlsgewohnten Ton sich einmal umblicken. Wer hat hier das Kommando? Damit blickt sie dann wohl nicht zu der Golgarite, die immer noch auf dem Pferd sitzt, sondern eher zu Iserun. Frau Sprungelsen, ich glaube, die Frau spricht mit Ihnen. Ja, bitte. Ja. Das ist die Ordensdame der Golgariten, Marboria. Mein Name ist Isarun von Spurgelsen, Major Adepta. Wir haben hier ein wenig das Heft in die Hand genommen. Ja, mit der einen Hand, sie steckt dann wieder ihr blutiges Schwert wieder zurück an den Gürtel. Hat da wohl auch so eine extra Befestigung, dass sie das mit einer Hand dann ohne Probleme machen kann. Und zieht dann ihren Helm vom Kopf, ist eine schwarzhaarige, ja, Schönheit, würdest du fast sagen, mit sehr kalten Augen, die dich dann mustert. Ein Pfeil des Lichts. Sehr gut. Dann werde ich euch, ich gehe davon aus, dass ihr hier in meiner Abwesenheit die Schlacht gelenkt und geleitet habt. Gut. Tatsächlich bin ich gerade erst angekommen.
Wir sollten uns alle zusammensetzen und die aktuelle Situation besprechen. Tun wir das. Ja, neben ihr steigt ein weiterer Mann vom Pferd, der ebenso sehr gut aussieht. Vielleicht Geschwister. Und du siehst, wie dann auch der hohe Vater und die hohe Mutter vom Travia-Tempel dann auch herauskommt und sich dann beide vor der schwarzhaarigen Schönheit dann auch verbeugen. Hohe Fürstin? Ich stupst mal Abelmir mit den Armen an. Abelmir, du kennst diese Leute doch. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Du bist wenig hilfreich. Isarum, wer ist das? Das wird die Fürstin sein. Irmegunda. Sieht schon ganz gut aus, ne? Also mit Irmegunda Okurian. Anscheinend haben sie diesen Ausfall von Feste Hohenstein selbst angeführt. Beeindruckend. Hätte ich nicht zugetraut. Ach, die Fürstin. Okay. Gut. Dieser Ort soll euch Heimat sein. Kommt doch bitte in den Tempel. Ja, damit mit dieser Einladung lädt der Hohe Vater nicht nur die Fürstin und ihren Bruder ein, sondern eben auch euch mit einer Handbewegung, scheint wohl euch erkannt zu haben, als Ansprechpartner und damit könnt ihr dann auch den Friedenskaiser betreten. Währenddessen die Golgaritin bleibt weiterhin auf dem Pferd und wird wohl mit anderen Almadanern sprechen. Vor allem mit denjenigen, die dann ihre Pferde sehr bohrengefällig verziert haben. Also mit irgendwelchen Bohrenrädern. Ja, dann lasst uns folgen. Wenn das heilige Paar einlädt, da kann man ja nicht Nein sagen. Ja. Richtig, das wäre ja sehr unhöflich. Travia würde uns ohrfeigen. Die haben bestimmt was Leckeres zu trinken da drin. Also wirklich, Boltax. Travia würde dich ohrfeigen, wenn sie dich hören könnte. Wieso? Ja, wenn das heilige Paar einlädt, dann kommt man, weil sie das heilige Paar sind, glaube ich. Ja, aber die werden doch trotzdem, also so gastfreundlich und so, da haben sie bestimmt gutes Bier. Ich sehe deinen Punkt, ich muss dir recht geben. Ja. Ja, das Herzstück der Stadt ist dann nicht der Palastberg, sondern eigentlich dieser Friedenskaiser von Iulagoras, der sich hier in einem riesigen Oval erhebt, der Hauptsitz der Travia-Kirche und Aufbewahrungsort der heiligen Kessel, beziehungsweise des heiligen Kessels. Benachbart gibt es weitere Paraine-Tempel, die hier wohl auch stehen und könnt dann in das Spital gehen. Unglaublich groß, verziert, sehr heimelig. Also es ist angenehm warm, auch wenn es draußen sehr, sehr heiß war, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit. Hier ist es einfach angenehm. Es ist nicht kalt, es ist nicht warm, es ist einfach so, wie es sein muss. Es riecht nach Essen und der Hunger scheint auch wie weggezaubert, selbst bei Iserun, die selber nichts gegessen hat. Könnt dann wohl sehen, wie hier noch Sitzkissen aufgestellt sind, Bänke, irgendwelche Herdsteine und so seid ihr dann hier willkommen. Ihr könnt dann gemeinsam mit dem Hohen Vater und der Hohen Mutter auch an dem großen Tempel, der dann ganz hinten aufgebaut ist, entlang gehen und in Richtung der Sakristei, wo ihr dann etwas ungestörter seid, während ihr euch noch rechts und links einmal umseht, ein paar Gänseritter, die ihr dann mit euren mit den orangenen Wappen dann erkennen könnt, mit den Helmen und der Zier. Und auch Rafim, der jetzt hier auch in Orange gekleidet ist, was etwas befremdlich wirken mag, aber so steht ihr dann in der Sakristei. Das hohe Paar bittet euch dann, euch zu setzen, verbeugt sich vorher noch einmal, wie gesagt, vor Okurian Raben und auch vor Irmegunde, die ihr mittlerweile identifiziert habt. Und so sitzt ihr dann alle an einem großen Tisch. Wir sind aufgebrochen. Der neue Kronprinz Selindian Hal hat einen Satz aus Punin geschickt, den wir dankbar angenommen haben. 100 Ritter und 100 Infanteristen, die sich dem gerechten Kampf angeschlossen haben. Bin mir nicht ganz sicher, inwiefern wir Romulus wieder zurückerobern können, denn die Streitmächte von Asmodeus von Endergast mögen größer sein, doch wir können damit zumindest einigen Entsatz schlagen und vielleicht die Stadt nach und nach wieder zurückerobern. Immerhin kennen wir uns hier aus. Immerhin ist dies unsere Heimat. Ja, das hohe Paar nickt nur und schaut dann wohl zu euch, ebenso auch Irmegunde, die euch jetzt interessiert anblickt, was ihr da für eine seltsame Konstitution seid.
Nun, dann müsste das aber recht schnell geschehen, denn wir haben schlechte Nachrichten aus dem Informationsinstitut. Das betrifft die Kanalisation. Vielleicht sollten wir erst einmal über die Stützpunkte innerhalb der Stadt sprechen. Das ist zum einen der Angrosch-Tempel, der im Moment noch gehalten wird, und das Donnerfeld, sowie das Informationsinstitut. Dieses ist soweit sicher. Dort können sich keine Paktierer oder Minderpaktierer einfinden. Im Donnerfeld gibt es noch einige fähige Kämpfer. Es wäre daher nützlich, diese auch zu requirieren, bevor hier irgendeine militärische Aktion geplant wird. In der Kanalisation wird derzeit ein Ritual durchgeführt. Dieses beabsichtigt, Tore durch den Limbus zu schaffen, die in besetzte Städte wie zum Beispiel Yul'Gurmak und Warung sowie auch Werheim führen. Das können wir den Informationen zufolge noch abwenden. Ist allerdings schwierig und wir müssen uns wahrscheinlich dorthin begeben. Die Krieger der Feuerlilie. Magier oder Geweihte haben wir nicht mit dabei. Da müssten wir auf eure Expertise vertrauen. Wir haben lediglich einige Kavalleristen und Infanteristen mitbekommen, wie wir bereits sagten. Im Donnerfeld befindet sich noch eine Rondra-Geweihte und im Angrosch-Tempel eine Angrosch-Geweihte oder Ingrim, das weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, und da ist ja noch der Bürgermeister und der Burgschulze im Donnerfeld. Ansonsten, am Neumarkt wimmelt es wohl von Scharfschützen, wurde uns gesagt. Und Okurian unterbricht dich mit einer eigentlich sehr, sehr angenehmen Stimme. Meint ihr den Burgschulzen Bruckner oder wen meint ihr? Mhm. Er hat das also geschafft. Nick zufrieden. Ein guter Mann. Auf jeden Fall sehr fähig, wie mir schien. Und der alte Boronanger. Dort haben sich irgendwelche finsteren Nekromanten versammelt. Ist nicht gut da. Da will man nicht hin. Ansonsten. Nekromanten. Deswegen Marborias Blick. Ich habe schon etwas gesehen, dass ihr eine Laus über die Leber gelaufen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Richtig, allerdings ist es der kleine Buronanger und nicht der große. Über den großen haben wir keine Informationen. Hoffentlich ist dieser von Nekromanten verschont geblieben, aber die Nekromanten sind hier auch nur eine der Splittergruppen der Feinde. Und sie dürfen nicht unser primäres Ziel sein, wenn wir andere, wichtigere Dinge zu erledigen haben. Nämlich Asmodeus von Andergast. Genau, wenn wir den töten, können wir vielleicht das Ritual, das er hier gerade mit der Kanalisation vorantreiben will, mindestens verzögern, was wiederum bedeuten würde, dass eventuell feindlicher Nachschub ins Stocken gerät, und das würde wiederum bedeuten, dass der Plan, den ihr gefasst habt, also die Stadt mit dem Entsatz von Selimbian Hall zurückzuerobern, gelingen dürfte. Denn wir haben ja den Vorteil, dass ihr euch hier sehr gut auskennt, nicht wahr? Nachschub durch den Limbus mit Pforten nach direkt Yul'Gurmak und Warung, sagt ihr? Richtig. Und ich fürchte, statt mich Bursch Abelmir, ja, Morines, ich fürchte, in Angesichts des Datums fürchte ich, dass so dieses Ritual zu den namenlosen Tagen vollendet wird. Und läuft die Zeit davon. Davor oder darin? Wir sollten uns tatsächlich beeilen. Was wir wissen, ist, dass Asmodeus von Andergast etwas in der Stadt sucht. Wir wissen nicht genau, wo er es sucht. Wir haben allerdings mehrere Grabungsarbeiten auf dem alten Boronanger gesehen. Wenn wir jetzt verifizieren könnten, dass es nicht nur die Nekromanten sind, die danach suchen, die nach etwas suchen, sondern Asmodeus, dann könnten wir natürlich einen Angriff auf den Boronanger starten und somit verhindern, dass er das findet, was er sucht. Aber dazu fehlen uns im Moment die genaueren Informationen, was genau er wo sucht. Und ihr meint, dass es etwas mit Kaiserblut zu tun hat oder mit ganz generell bohrenheiligen Reliquien? Es ist möglich. Allerdings, Limbus-Magie hat nicht unbedingt viel mit Blutmagie zu tun. Es könnte aber natürlich sein,
dass es auf eine Entweihung von Familienbanden herausläuft. Das würde ja seinem Modus operandi entsprechen. Außerdem ist ja nicht nur Asmodeus von Andergast hier in der Stadt, sondern wir wissen ja auch noch von mindestens zwei weiteren relativ hochrangigen und relativ gefährlichen Individuen, nicht wahr? Richtig, die beide Diener des Rastlosen sind. Von wem sprecht ihr? Sirion Grimm, Poxis. Und das Geierkind. Einen ganzen Sack von Arschlöcher, wenn ich das nur so sagen darf. Damit wird sich einmal der hohe Vater erheben, von seinem Platz aufstehen und sich dann so ein bisschen schwer aufstützen. Was wir sagen und berichten können, ist, dass die Angriffe gegen unseren Tempel und gegen unser Viertel gerade in der allerersten Zeit sehr verheerend waren. Dann allerdings, nachdem die Gänseritter, die uns und unsere Heimat bewahrten, zurückschlugen, unvermindert aufhörten und sie sich tatsächlich auf andere Ziele konzentrierten. Wir konnten auch feststellen, dass sie Rituale gewirkt haben, die im Umkreis des restlichen Stadtgebietes die Heimsteine verfluchten. Wir können diese unheilige Präsenz spüren. Und das wird lange Zeit brauchen, bis wir beide gemeinsam diese Heimsteine und auch diese Stadt wieder zu dem machen, was sie einst waren. Ich verstehe. Irgendetwas hat sich also verändert. Richtig, die Kanalisation ist auch nicht mehr die Kanalisation. Tatsächlich handelt es sich dabei, verzeiht das magische Fachvokabular, um eine Globule, die in, es ist nicht mehr derisch, es ist tatsächlich eine Globule, in der andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Es scheint irgendwie ein organisches Lebewesen oder Wesen zu sein, in das man durch mehrere Zugänge in der Stadt hineinkommt. Es ist also möglich, dass es sich bei dieser Globule tatsächlich um eine Art Lebewesen mit Organen und eben auch einem Herzen handeln könnte. Das ist allerdings unbestätigt. Kurian wird sich wieder melden. Solange Praios mit uns ist, reite ich auch gemeinsam mit den anderen dort hinein und bringe dort den Untergang. Dass wir die Globule vernichten, Kanalisation wieder zu dem Ort machen, die sie einst war. Oder noch besser. Kann man dort hineinreiten? Euer Vorschlag ist ja in allen Ehren. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber so wie ich das verstanden habe, meinte Abel mir, Globule sehr böse, Globule irgendwie magisches Ding, wir reingehen in Globule, Globule uns umbringen. Und ich denke nicht, ohne eure Männer jetzt zu kennen, oder die Männer aus Punin, so verdammt, die sind, glaube ich, keine Magier. Und ich befürchte, das ist so ein Magier-Ding, nicht ein Draufhau-Ding. Die alle hier umbringen, das ist ein Draufhau-Ding. Da sind die Männer bestimmt sehr hilfreich. Aber das Globulen-Ding, Magier-Dings. Beziehungsweise Gemeinden. Ja, also kamale Kräfte oder magische Kräfte werden benötigt, um die Zugänge zu der Globule zu verschließen oder die Globule selbst zu vernichten. Das ist allerdings ein größeres Unterfangen. Ich glaube, unser bester Plan ist, Asmodeus töten. Ja, das finde ich auch. Also richtig, er scheint zumindest dieses Ritual mit den Toren voranzutreiben und vielleicht ohne seine Expertise zerstreiten sich diese Paktierer so sehr, dass sie es nicht mehr vollenden können. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass diese Tore in die anderen Städte geöffnet werden. Ja, also es wäre ganz sinnvoll, wenn wir einfach in den Palast reingehen, Asmodeus umbringen und dann mal weiter gucken. Also, das sind ja alles Paktierer des Verrats. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Asmodeus, also den Kopf der Schlange, abschlagen, werden die anderen sich alle gegenseitig verraten und niedermetzeln wollen. Es wird zumindest zu einem Machtvakuum kommen. Das kann uns nur zugutekommen. Ja. Gibt es denn geheime Zugänge zum Palastberg oder zum Palast? Selbstverständlich. Die kennen wir. Auch von der Friedenstadt aus führt zumindest ein Gang in Richtung des Palastberges. Eigentlich war er geplant für die Flucht von dort, aber man kann ihn, wenn man weiß, wo er liegt, versteckt wie er ist, auch in die Richtung eindringen. Gut.
Das würde uns zumindest schon einmal sehr weiterhelfen. Das Problem ist, momentan hockt da nicht Asmodeus, sondern auch noch dieses andere Arschloch. Aber wie hieß nochmal der mit dem Streitwagen? Sirion Grimm, der Schänder. Der Sirion Grimm, der Schänder. Und hier diese beiden Arschlöcher, die Schwarzschelme sind, wie auch immer die nochmal hießen. Toxis. Genau, und das ist Geierkind. Ich glaube, dass alle das vier auf einmal Schelme anzugreifen, schwierig wird. Nun, ich glaube nicht, dass sie zusammenarbeiten, so wie wir zusammenarbeiten. Sie streiten sich wahrscheinlich um etwas, um das Gesuchte, das Desiderat. Dann müssen wir unbedingt herausfinden, was sie suchen. Moment, ich habe übergedacht, Schelme haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Nun, ich denke, Toxis erfreut sich an dem allgemeinen Chaos. Gut. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Kann man sie nicht durch irgendetwas ablenken, worauf sie sich dann Geier stürzen, während wir auf der anderen Seite, keine Ahnung. Ukurian wird auf alle Fälle nicken. Toxis ist keinem Herrn übergeben oder untergeben. Er hat zwar als Hofmar, als Hofschelm für den ehemaligen Dämonenkaiser gearbeitet, als auch für Xeraan, der in Mendena sitzt. Er ist überall und nirgendwo anzutreffen. Er ist nur ein treuer Sack. Er besitzt keine Loyalität. Und treuer Sack. Ihr solltet eure Worte in einem Tempel der Travia etwas zügeln. Ich denke, dass Travia volles Verständnis dafür hat, dass ich einen Paktierer des Verrats einen untreuen Sack nenne. Oder denkt ihr dies nicht? Lass das gut sein, Rafi. Ja, wir müssen es ja nicht provozieren. Also. Aber unser Problem ist jetzt im Grunde folgendes. Entweder müssen wir irgendwie rausfinden, was die suchen. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Oder wir bringen halt Asmodeus einfach so um. Aber dafür müssen wir entweder eine Ablenkung schaffen. Oder nun, hoher Vater, ihr spracht ja von konzentrierten Ritualen. Wisst ihr denn, auf welche Stadtteile oder vielleicht bestimmte Fixpunkte diese fixiert waren? Vielleicht könnte uns das einen Hinweis darauf geben, wo sie nach diesem etwas suchen. Vor allem im Bürgerviertel und auch der Palastberg, das Villenviertel. All dort die Stellen, die sie verbrannt haben, die sie ungastlich gemacht haben. Vor allem die Straßenkämpfe, die lang andauern und sie wollen nicht erobern. Sie wollen keine Straßenviertel besetzen, sondern einfach nur Unfrieden stiften und diese ja zu einem Ort machen, wo es keine Hoffnung gibt. Besonders grausam. Würden sie einfach nur erobern und die Menschen versklaven oder töten, dann wären sie zumindest befriedet, aber nicht einmal das wollen sie. Ich bin natürlich sehr dankbar dafür, dass die Menschen nicht getötet worden sind, aber leiden tun sie trotzdem. Eine ganz andere Art und Weise. Nun, ich denke, die Informationen, die wir benötigen, finden wir vermutlich im Palast, wenn überhaupt. Ja. Davon gehe ich auch aus. Gut, Pferde sind uns natürlich nichts nütze, wenn wir durch diesen Tunnel gehen. Von daher wäre vielleicht ein Ausfall, während wir auf dem Weg sind, eine ganz gute Ablenkung.